Guten Tag! Ich bin die Ocean, Benina, Lara, Sharon. Und wir stellen euch heute den Aachener Tierpark vor. Der Aachener Tierpark ist ein 8,9 Hektar großer Zoo, der am 22. Oktober 1966 eröffnet wurde. Er verfügt über 750 Tiere, die in 121 Arten aufgeteilt sind. Hier befinden sich größtenteils einheimische Tiere, jedoch gibt es auch eine Vielzahl an exotischen Tieren. Der in etwa 2 Hektar großen See, der von ungefähr 70 Arten Wasservögel bewohnt wird. Bis zum Jahre 2014 haben 393.000 Menschen diesen Park besucht. Die Eintrittspreise für Erwachsene sind 6 Euro, für Rentner und Jugendliche 5 Euro und für Kinder ab 3 Jahren 3 Euro. Der Tierpark in Aachen wurde im Jahr 1885 auf dem Gelände des heutigen Aachener Westparks angelegt. Dieser beherbergte Riesenschlangen, Bären und Tiger sowie zahlreiche heimische Tierarten. Im Jahr 1905 wurde dieser jedoch aus finanziellen Gründen geschlossen. Doch im Jahr 1935 wurde er wieder hier eröffnet. Bei einem Bombenangriff während des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1944 kam ein Großteil der Tiere ums Leben. Und die übrigen Tiere wurden nach Ulm verkauft. Im Jahr 1966 wurde hier in Grimbonner Wäldchen ein neuer Tierpark angelegt. Dieser verfügte am Anfang nur über eine geringe Fläche, doch in den letzten Jahrzehnten ist er stetig gewachsen. In der Nähe des Fundortes wurden Überreste einer Villa Rustica gefunden. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass einer der Bewohner der Villa Rustica in diesem Sarkophag bestattet wurde. Ich zeige euch jetzt, wie man den Prozentsatz vom Anteil der verschiedenen Tierklassen aus dem Tierpark rechnet. Dazu haben wir zuerst alle Tierarten des Zoos in ihre jeweiligen Tierklassen geteilt und die Arten zusammengezählt. Es gibt insgesamt 113 verschiedene Tierarten, die 100% ergeben. Wir müssen also den Prozentsatz der 43 Säugetierarten, 67 Vogelarten und 3 Reptilienarten rechnen. Da es im Zoo keine Amphibien, Fische oder Insekten gibt, müssen wir zu denen nichts ausrechnen. Um also den Prozentsatz zu rechnen, müssen wir die 43 Säugetierarten durch alle 113 Tierarten teilen und mit 100 multiplizieren. Als Resultat bekommt man ungefähr 37%. Genauso geht man auch vor, um den Prozentsatz der Vogelarten und Reptilienarten zu rechnen. Bei den Vögeln bekommt man ungefähr 60% und bei den Reptilien 3%. Das alles wurde noch einmal mit diesem Kreisdiagramm dargestellt. Es gibt 3 Alternativen, um dorthin zu gelangen. Die erste Alternative ist mit dem Auto. Zahlreiche Parkplätze findet man vor Ort. Die zweite Alternative ist etwas stressfreier, nämlich mit dem Bus, genauer gesagt die Linie 16, die direkt zur Bushaltestelle Tierpark hinfährt. Eine letzte Alternative ist mit dem Fahrrad dorthin zu fahren, wo sichere Fahrradbügel zum Abschießen der Fahrräder zur Verfügung stehen. Das war unser Video über den Tierpark. Tschüss!